Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Odinor Shoppen, was ich eigentlich schon länger machen wollte. Aber jetzt haben vier Hosen gefehlt. Zwei Hosen kommen jetzt doch nicht. Da hat sich eBay jetzt eingeschaltet. Zwei sollen noch unterwegs sein. Da soll ich jetzt noch bis Freitag, also bis heute, abwarten. Mal gucken. Runter. Also müssen wir wahrscheinlich dann nochmal welche holen. Aber wir waren so einkaufen. Also ich mit der Großen, online und offline, und sind auch einige Klamotten zusammengekommen. Ich werde jetzt ein paar zeigen. Unterwäsche, BHs und so werde ich natürlich nicht zeigen. Ist klar, das möchte ich nicht. Und möchte meine Tochter auch nicht, dass man das sieht, was sie für BHs und für Unterwäsche trägt und Socken und so. Das ist Privatsache, das zeige ich nicht. Aber hier sind ein paar Sachen mit bei, die ich auch mit ausgesucht habe, wo ich ganz stolz drauf bin, damit ihr das auch gefällt. Oh, so, fangen wir erstmal an. Nee, das machen wir zum Schluss. Fangen wir erstmal mit den Hosen an, würde ich sagen. Da habe ich nämlich immer nur so stinknormale Hosen gefunden. Und hier, die ist dann halt mal nicht Karotte. Ist irgendwie eine Marco Polo oder irgend sowas, keine Ahnung. Auch so ein dunklerer Jeansstoff. Ich hoffe, das sieht man in der Kamera jetzt gut. Also nicht, ja, so ein dunkelblau schon, aber hat halt so seine eigene Farbe. So, dann, die sind auch anders geschnitten. Die sind jetzt mehr so Hüfte. Und dann nochmal eine so eine dunkle, die jetzt, ja, so leicht, so eine leichte Karotte hat, aber keine Karotte ist. Und die ist halt was dünner. Also ganz dünner Jeansstoff. Die andere ist was dicker. Dann haben wir noch die hier. Ein bisschen mit Stonewash schon ein bisschen. Und die hat hier oben, sieht man das? Drei Knöpfe. So ein bisschen großzügiger geschnitten. Teilweise, obwohl ich mit der Größe eigentlich passen sollte, passen sie teilweise aber nicht. Oben ein bisschen weit, müssen wir noch einen Gürtel holen. Oder abwarten. Whatever. So. Ich habe auch für die Kleine Kleider geholt. Die sind aber schon oben in der Wäsche, weil die wollte sie unbedingt anziehen und dann müssen sie erstmal gewaschen werden. So, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich mache den ISO-Wert noch ein Stück heller. So, mal auf 1000. Da ist immer scheiße, auf dem kleinen Display abzuschätzen. So, dann haben wir ein Pullover. Was war das für ein komisches Geräusch? Mal nicht in Schwarz, weil ich sehr angetan von. Also den haben wir zusammen ausgesucht. Das ist einfarbig. So ein bisschen lila. Aber halt auch nicht ganz. Dann eine schicke Jeansjacke. Weil ist ja irgendwie Mode und so für. So für drüber, wenn es zur Schule geht, wenn es so leicht kälter ist, oder ein schönes T-Shirt drunter. Da hatten sie auch einen schönen Jeansrock dazu. Zu der Strickjacke. Da war oben Jeansfarben, unten war weiß, sah so aus, als wenn das so hoch läuft, dass die Farbe rausgeht. Halt. Da war die große aber gar nicht von angetan. Ach, hier haben wir das passende T-Shirt, was wir geholt haben für die Jeansjacke. Und dann halt eine dunkle Hose oder die Jeanshose halt oder so. Und dann halt hier so ein leichtes rosa T-Shirt. Aber halt mit, muss aber drunter ziehen, weil das schon ein bisschen sehr dünn vom Stoff her ist und so ein bisschen durchsichtig. Und man muss ja nicht alle zeigen und freizügig
Und dann halt auch noch ein passendes weißes T-Shirt dazu, was ein bisschen blickdichter ist. Also wo man wirklich nicht durchgucken kann. Ja. Hat mich sehr gefreut, halt, weil mal nicht schwarz. Ich weiß, ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt, aber bei ihr möchte ich schon, dass sie ist jung, sie ist ein Mädchen, ein bisschen Farbe, ein bisschen farbenfroh. Wäre da schon nicht schlecht. Warte mal, das müssen wir beiseite packen, das noch nicht. Wartet mal. Das kommt noch. Das kommt hier rüber. Ein bisschen schwarz ist auch mit bei. Aber ich muss mal gerade so ein bisschen was beiseite packen. So. Und ich glaube, das waren die beiden. So, die müssen auf den Extrahaufen. So. Dann haben wir hier ein schönes Kleidchen. Was dunkler. Da sind Anker und Herzen drauf. Das ist auch was Lockeres. Dann eine Leggings dazu. Oder halt auch nur so. Ja, hat so angehabt da bei Kick und so. War schön gerafft. Sah schön aus. Hat uns beiden sehr gut gefallen. Und mein Kleidchen stand ihr sehr, sehr gut. Und ich habe dann das hier ausgesucht. Mit der Verkäuferin zusammen. Wo sie am Anfang überhaupt nicht begeistert war. Überhaupt nicht. Weil sehr hell. Wartet, ich muss mal gucken. Ich warte noch auf einen Anruf von der Schule, weil ich mich bei der Schule beschwert habe. Nee, ist das nicht. Also wie gesagt, war sie überhaupt nicht begeistert. Die Augen. Und dann hat sie es angehabt. Sag ich, zieh doch wenigstens mal an, guck dich im Spiegel an und dann kannst du immer noch nee sagen. Und dann hat sie angezogen, ist rausgekommen, hat sich im Spiegel gesehen, zeig und um dem jetzt noch einen Druff zu setzen, jetzt zieh mal die Jeansjacke nochmal dazu an. Also, die Umkleidekabine hat die Jeansjacke genommen, hat die noch drüber gezogen und hat sie gesagt, ja, ist okay. Also war schon begeistert vom Kleid an sich und dann sage ich, hier, guck mal jetzt mit Jeansjacke noch dazu. Und ja, das ist gelb mit weißen Blümchen. Ich zeige euch das Muster gleich noch und ist hier so in der Mitte, ich weiß nicht, das heißt glaube ich gerafft oder so, wenn da so hier so zusammen ist irgendwie. Ich bin kein Modeexperte, ich weiß nur, was gut aussieht, also was mir gefällt oder was der Großen mir gefallen könnte teilweise. Aber ich glaube, das heißt gerafft. Und hinten hat sie dann halt so einen kleinen Knopf und dann halt so ein Und für den Sommer schön leicht, schön luftig und sie sieht wirklich sehr gut darin aus. Und mich hat sehr gefreut, dass endlich Kleider. Früher hat sie, früher an Kleider getragen, hat da ja Kleider geholt. So mit Spitze und mit dieser Gardine dran. Also. Wie heißt das, wenn man ein Kleid hat oder einen Rock und dann ist Gardine drüber? Wie beim Tütü. Da hat sie einen schwarzen, auch da damals einen schwarzen Hello Kitty und einen rosa Hello Kitty Tütü geholt. Also ein Röckchen, Stoff und dann oben dann der Gardinenstoff drüber. Mir liegt's auf der Zunge. Alexa. Nee, nicht du. Google. Okay, Google. Wie nennt man Gardinenstoff über dem Kleid? Dies sind die Top-Suchergebnisse. Warum schreibt man denn nicht gleich mit Gardinenstoff rein? Mir liegt's auf der Zunge. Tüll! Hat sie gehabt. Das hat ihr so gut gestanden, sah so schick aus. Dann für zu Hause eine Jogginghose, schwarz, dünn, mit einem weißen Strich an der Seite, anders gab es nicht, mit weißen Bändern. Das für zu Hause, für leger. Hier braucht sie nicht hübsch machen. Hier soll sie bequem rumrennen.
So. Dann haben wir noch ein T-Shirt. So. Da hat sie sich dann für das entschieden. Da ist vorne ein Totenkopf drauf. Seht ihr das? Kann man das erkennen? Die Palmen und so. Das Bild ergibt einen Totenkopf. Das sieht man auf der kleinen Kamera so, auf dem kleinen Bildschirm so schlecht. Die Augen und so. Und die Form, also das ist wirklich, wenn man genau hinguckt, ist es ein Totenkopf. So, dafür hat sie sich auch entschieden. So, hoppala. Dann noch ein schwarzes T-Shirt zu den Hosen und so, und weil sie noch ein paar T-Shirts brauchte. Die Streetkultur oder was da drauf steht, geholt. Und dann Schuhe haben wir ja auch noch. Habe ich euch ja letztens auch schon gezeigt. Also ich bin jetzt bei Wonderbaut. Habe ich jetzt. Was habe ich ausgegeben? Na gut, ich krieg jetzt noch Geld zurück für zwei Hosen. Die anderen zwei weiß ich nicht, was da jetzt passiert, die angeblich ja unterwegs sind. Und ich glaube den Verkäufern auch, dass die unterwegs sind. Die haben gute Bewertungen und alle drum und dran. Aber es ist halt doof, gerade zwei Hosen als Warensender unterwegs verloren, Jan. Also mit den Klamotten, Unterwäsche, Schuhe. Nee, Schuhe sind da nicht mal mit drin, die ich davor schon gekauft gehabt. So 300, 350 Euro. Sind jetzt so. Ach, hier wird nicht. Genau, hier war ja noch. Das habe ich für mich geholt. Das ist ein Achselshirt. Also ist bei den 300 Euro, 300, 350 nicht mit bei, logischerweise. Doch, das ist mit bei. Das habe ich mit einberechnet. Stimmt. Stimmt, das ist mit drin. Ja, das hat aber nur 2,99 gekostet. Ja. Nee, falsch. Das ist das Ding. 2,99. Das Papas. Für jetzt für den Sommer, wenn es warm wird. Ich will aber auch noch, also diesen Monat jetzt. Nach dem Prime Day oder vor dem Prime Day, ich glaube eher nach dem Prime Day, also zum Ende des Monats, muss ich gucken, was ich da noch habe, werde ich auch nochmal eine Bestellung machen. Die werden wir vielleicht so ja im Stream machen, wieder. Da werde ich mir ein paar T-Shirts und ein paar Achselshirts und ein paar kurze Hosen bestellen und auch noch ein paar Jogginghosen, lange Jogginghosen für zu Hause. Weil ich bestelle die sowieso da und das nicht mehr gibt. Ich will mir noch eine schwarze bestellen. Ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Und dann halt noch kurze Stoff-Jogginghosen. Also nicht so mit Gürtel und so, sondern so wie eine Jogginghose, aber kurz. So, dann haben wir dieses T-Shirt. Ich hoffe, ihr könntet erkennen, das ist halt eine Palme. Und dann ist es mehr Mann, mehr Jungfrau oder so. Unten Schwanz und so. Aber oben Skelett. Und irgendwas auf Englisch. Island Sunshine Club und so. Also, das hat ihr ziemlich gut gefallen. Nachdem ich sie gezeigt habe. Und dann habe ich gesagt, naja. Eigentlich wollten wir ja nicht schwarz und ein Schwarzet war mit bei, war Bedingung, wo wir eingekommen sind. Gibt nicht Schwarzet. Dann habe ich mich, drauf verhandeln lassen, ein schwarzes T-Shirt. Und das hat sie ja davor schon gehabt. Aber das habe ich gesehen, das musste ich ihr dann zeigen. Ja. Und das hat sie dann auch gekriegt, natürlich. Natürlich hat sie das dann auch gekriegt. Und dann
haben wir das nochmal. Das kennt ihr schon so in etwa mit dem, mit diesem Totenkopf. Das gibt es öfters mal bei Kick. Ich habe da schon drei. Nee, zwei habe ich. Mit dem Totenkopf, mit dem Bart. Ja. Fand sie auch ganz schick mit den Blüten und Totenkorb und Brille. Sie steht ja auch so auf Totenkopf. Und das Farbe, hat gesagt, na glaub. Hat ja nicht gesehen, was im Einkaufswagen noch war. Unter ihren Kleidern. Weil ich habe sie ja dann, also ihren Klamotten, ich habe sie ja aussuchen lassen. Ich bin ja dann auch ein bisschen Strohmann gegangen. Und wo ich das für sie angebracht habe. Lag meins in der XXL schon im Korb. Also das ist meins. Auch ein bisschen Farbe, ein bisschen mutig. Das ist Papas. 2,99 haben runtergesetzt. Und das andere T-Shirt ist auch für mich, das ist auch 2,99. Könnt ihr ja mal raten, welches das andere T-Shirt ist. So ein bisschen eng noch. Also ich fühle mich dann, es ist nicht eng, aber ich würde lieber ein bisschen noch luftiger haben. Aber die haben keine 3XL gehabt. Da habe ich mir das dann auch geholt. Also das war auch schon im Korb. Dann können wir dann mal Partnerlook machen. Die Hose und ich. Und hättest du das noch kleiner gegeben in Kindergrößen, hätte ich es auch in einer Kindergröße geholt für die. Oder mit dem Totenkopf, mit dem Bart wenigstens. Für die ganz Kleine, weil die wünscht sich auch ein T-Shirt mit Totenkopf. Sagt sie mir jedes Mal, ich muss jetzt demnächst, muss ich, hoffe, dass beim Prime Day was mit bei ist, dass ich irgendwie Kinder-T-Shirts mit Totenköpfe finde oder mit einem Totenkopf oder mit einem süßen Totenkopf irgendwas für die Kleine, damit sie sich da freut. Vielleicht ein rosa T-Shirt mit einem Totenkopf drauf oder so. Muss ich mal gucken. Wünscht sie sich, das wird auch noch kommen. So, dann habe ich bei Amazon was geholt. Das kann ich euch jetzt nur als Bild zeigen, weil das in meiner Online-Bibliothek ist. Amazon, 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 Amazon. Und zwar, jetzt ist ja noch nicht der Prime Day. Aber wir sind jetzt ja schon bei den Mega-Rabatten oder bei vielen Rabatten innerhalb von Amazon. Und arbeiten zum Prime Day hin. Gott, die haben die App anders gemacht. Meine Bestellungen. Ich habe mir einen Film gekauft. Also hier ausgeliehen, ein Famous. Ich habe nur 16 Tage, um das Video zu sehen. Und dann werde ich mir den Sonntag mal angucken. Ich kann es vergessen. Vom 21.05. Ja. Ah, hier ist es. Und zwar 6 auf 1 Streich, Staffel 6 und Staffel 7. Habe ich mir geholt. Die haben sie nämlich im Angebot gehabt. Das kann ich euch auch gleich zeigen. Da sieht man irgendwas. Wenn man sieht nichts. Ich muss das Licht runter regeln, damit ihr was seht. So. Und zwar da. ARD Märchen. Ach, jetzt zoomt da wieder ein. ARD Märchen. 6 auf einen Streich. Staffel 7 und 6. Und ich habe davor schon. Weil ein paar Staffeln gibt es ja für Prime. Und davor hatte ich schon geholt. Achso, dann habe ich mir noch Dune, der Wüstenplanet, gekauft. War im Angebot 2,99 die ganze Staffel. Also zwei Folgen. Das ist leider die Version, die auf ProSieben kam und die RTL 2 kam. Total scheiße. Sind nur zwei Teile anstatt drei Teile. Habe ich mich bei Amazon beschwert. Da warte ich immer noch auf eine Nachricht, dass das geklärt wird. Denn die Eimer habe ich euch ja gezeigt. Da habe ich die Weißen doch nicht zurückgeschickt. Ich habe dann noch blaue Eimer dazu geholt. Also. Ach Scheiße, jetzt seht ihr das nicht. Also ich habe halt fünf.
fünf weiße Eimer mit 5 Liter jeweils und 5 10 Liter Eimer mit in Blau. Dann Tetris, ist ja war gratis auf dem Fire TV, habe ich mir runtergeladen. Dann halt, und da sind wir dann schon bei dem letzten Monat mit der Sternschnuppe und mit dem Verbindungskabeln. Und ach so, das habe ich euch letztens auch nicht gezeigt. Das Bild, das habe ich zwar verlinkt, aber das habe ich euch nicht gezeigt. Das seht ihr nur im Stream immer. Das habe ich beim letzten Odimar Shop nämlich vergessen zu zeigen, weil das schon hier an der Wand ist. Ich werde es euch zusätzlich nochmal verlinken, weil ich habe es da auch nicht angesprochen gehabt. Ich werde es euch nochmal verlinken, dass ihr es euch angucken könnt. Ach hier, ARD Märchen, 6 auf einen Streich, aber hier steht gar nicht welche Staffel. Und dann war noch irgendwo. Also ich habe jetzt 4 Staffeln und hier nochmal. Also 4 Staffeln oder so habe ich jetzt gekauft. Also insgesamt. Staffel 4, 5, 6, 7, 3. 3 sind für Prime. Ja, genau. Genau. Ich hätte auch, sage ich euch so wie es ist, ich hätte jetzt auch die drei, die Prime sind, hätte ich jetzt auch gekauft. Aber da steht nichts mit Rabatt, da kostet immer noch 10 Euro eine Staffel. Und die habe ich jetzt auch nur zwei, weil normalerweise hole ich immer erst, wenn alle ist. Also wenn wir durchgeguckt haben, aber von der letzten Staffel, weil die Kleine jetzt wieder im Kindergarten ist, haben wir ja, fehlt uns noch ein Märchen. Und so oft gucken wir nicht, jetzt wenn sie im Kindergarten ist, sonst haben wir immer frühs halt ein Märchen geguckt. Aber jetzt ist sie im Kindergarten, da bleibt ja frühs nichts mehr, weil sie im Kindergarten ist. Und, ja, außer Wochenende vielleicht, aber da ist meine Frau nicht begeistert von. Ja, und die habe ich jetzt geholt, weil sie halt billig waren. Ich habe jetzt für 2 Staffeln so viel bezahlt, was ich eigentlich jetzt, was man normalerweise für eine bezahlt. Fünf. Nee, Quatsch, ein bisschen mehr. 5,49 oder so habe ich pro Staffel jetzt bezahlt. Und die eine, nee, Quatsch, die eine sogar eine 4 noch was oder so. Ja. Dann habe ich bei Otto bestellt. Da zeige ich euch gleich was. Und 2 Spiele. Ein Spiel habe ich auch gleich wieder zurückgeschickt, weil Otto da nicht aus dem Arsch kam und es erst am Donnerstag hier war. Und da habe ich dann gleich gesagt, ab, zurück. Und das habe ich mir dann im PSN geholt. Ich hatte Gott sei Dank noch Geld auf meinem PSN-Konto. Erstmal danke, Italiana. Der mir im Stream mal PSN-Karten geschickt hatte. Also per Code. Und da konnte ich mir den Biomutants kaufen. Weil Otto halt nicht aus dem Arsch kam mit der Vorbestellung. Und deswegen habe ich es mir dann Biomutants online geholt. Das ist so ein geiles Spiel. Werden wir weiterspielen. Die Woche war ich krank, sind wir nicht dazu gekommen. Ich hoffe, dass auch denn demnächst der Patch kommt und dass die Grafik dann ein bisschen besser wird, dass man weiter gucken kann ohne Nebel. Und dann habe ich mir für meine John Wick-Sammlung John Wick Hacks geholt, das Spiel. Also es ist kein schnelles Actionspiel, also es ist ein bisschen strategisch und so. Aber es ist nicht schlecht. Es hat Spaß gemacht. Angezockt wird auch noch kommen. Dann habe ich mir im PSN was geholt, wozu ich das Spiel schon habe, aber das war gratis, das möchte ich aber halt hier nochmal erwähnen. Ich habe mir damals ja Saints Row geholt. Für die PS4, das Remastered. Und wenn ihr die habt, kriegt ihr jetzt das Update für PS5, also die PS5-Version. Also nicht nur, dass das auf der PS5 geht, nein, die richtige PS5-Version gratis. Einfach auf das, wenn ihr das nicht installiert habt, installiert das. Und dann geht der dann auf dem Bild, geht der dann nicht unten auf Starten, sondern rechts, da wo die Trophäen sind, ein, immer so ein bisschen hoch, habt da so ein Bild und da steht PS5-Version. Gratis aktivieren. Einmal machen, gratis aktivieren. Dann habe ich Hunt Showdown geholt. Gebraucht bei Spock. Das werden wir dann auch mal zusammen zocken. Erstmal ist der liebe Italiener dann dran, wenn wir unsere Projekte hier beendet haben. Also ich und Zolfe, der unsere Projekte beendet haben, dann, also unser Projekt, wir machen ja gerade It's Take Two samstags immer. Und kam ja auch hier bei YouTube schon ein paar Videos, da sind wir noch nicht fertig, da kommen noch welche. Vielleicht diesen Samstag, da muss ich mit Zolfe ja noch abquatschen. Da erstmal liebe Grüße an Zolfe. Und wenn das fertig ist, wird es als nächstes Projekt erstmal geben, dass wir entweder erst Pummelparty oder
erst Watch Dogs Legion online spielen werden. Das habe ich Italiano versprochen. Da wird wahrscheinlich der Soulflyer mitmachen. Und mal gucken, wer denn noch mitmachen will. Da ist dann halt, wird am Community-Tag sein, also am Samstag. Da kann dann jeder, wer Bock von euch hat und das Spiel hat, mitmachen. Ich weiß aber noch nicht, mit wie viel man das überhaupt online geht. Also das kann ich euch nicht sagen. Wenn das ist, dann kommt auch Hunt Showdown. Da wollte Cage mit mir spielen. Da wäre dann natürlich auch noch Platz. Ich glaube, das sind auch Dreier-Teams. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dreier-, Vierer-Teams. Also wir sind zwei. Also ein oder zwei Plätze wären noch frei. Könnten dann da halt mitspielen. John Wick Hex habe ich bei Otto gekriegt. Die hatten Rabatte. Was habe ich bezahlt? 14,95 Euro habe ich bezahlt für John Wick Hex. Da musste ich zuschlagen, überall anders hat es noch 30 gekostet, wenn man es noch gekriegt hatte. Und das brauchte ich halt noch für meine Sammlung. Ja? So ein paar Spiele, die brauche ich halt einfach. Die müssen im Regal sein und fertig ist. So. Das war jetzt aber auch für Odin war shoppen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ja. Ich werde alles natürlich, also ne, die Klamotten kann ich euch nicht verlinken. Ich werde euch mal ein paar andere coole Klamotten bei Amazon verlinken. So im nordischen Style und auch so mit Totenköpfe. Ich habe auch schon für die Kleine welche sehen, die werde ich euch auch mal verlinken, dass ihr mal reingucken könnt. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, welches für die Kleine euch da am besten gefallen würde. Da kann ich mir mal so ein bisschen Ratschlag von euch holen. Also meine Frau ist überhaupt nicht begeistert davon. Aber wenn meine Tochter das will, wer bin ich, dass ich sage, nö. Also von daher. So, nichtsdestotrotz, ich bin dann erstmal weg. Wie gesagt, Däumchen gern, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.